Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit den Epirus oder Epirianern, bla bla. Wir haben letzte Runde hier schön aufgeräumt, eine sehr schöne Verteidigungsschlacht geschlagen. Also der andere hat sich eingebunkert, wir haben ihn ausgebunkert. Juhu! Genau, und bei der Aufnahme ist mir wieder aufgefallen, dass nach dem Kampf war es so ruckelig, dass man nicht gesehen hat, was ich gemacht habe. Tut mir sehr leid. Keine Ahnung, woran das jetzt liegt. Also, ja, keine Ahnung. Ich habe nichts geändert und... ja, beziehungsweise ich habe viel geändert, weil der... angefangen hat, aus heiterem Himmel zu blocken, beziehungsweise irgendeinen Schmarrn zu machen. Komm. Hier baue ich mal die Bogenschützen, damit ich das wieder aufbauen kann. Hier. Genau. Brauche ich noch zwei Runden. Gut. Warte. Da hat er fast wieder voll. Also ein bisschen ärgerlich, aber mal. Gut, die Frau des Magistraten. Weitere Untersuchungen ergaben, dass die Frau den jungen General zu verführen versucht hat und abgewiesen wurde. Nachdem ihr Gemahl die Wahrheit herausgefunden hat, verstieß er sie und erschlug. Ach so. Ich dachte so, er schlug dabei alle Beteiligten, aber er entschuldigte sich natürlich. Super. Haus erweitert sich. Bla bla. So. Macht mal Kinder. Meine Güte. Bei Rise of the Republic habe ich 16 Kinder. Ein bisschen kleiner Unterschied, ne? So, warte. Heirate mal. Korruption. Loyalität für die Partei, okay. Können wir den jetzt ersetzen? Warte mal. Ersetzen. Genau. Durch meinen. Ja. So. Genau, das ist die jetzt. Kulturelle Konvertierung brauche ich hier. Hier brauche ich Schutz vor... für alle hellen Infanterieeinheiten. Nahkampfabwehr ist auch gut. Nahkampfangriff mit Speeren. Da mache ich ja das mit Speeren, weil ich auch gerade Pelttasten baue. Habe ich hier Schutz vor... leichtes Mädchen, ne? 5 auf Kinder. Das leichte Mädchen mache ich mal nicht für den, sondern für den. Warte, hier. Der hat schon. Wieso ist so berberisches Luder und leichtes Mädchen Chance auf Kinder zu bekommen? Ja, okay, naja. Ja. Passt eigentlich schon. Gut, dann bekommst du auch, Moral ist auch gut. So. Nächste Runde sind wir wieder mit dem Essen im Positiven. Weil da ist wieder Frühling. So, der hat jetzt auch was bekommen. Und zwar... Ach, das ist ja auch nicht unsere... Ach, das ist doch doof.
Ah, das ist doch doof. Warte mal, ich schau mal, ob ich noch ein Mädchen von mir, die da. Schaltet die Charakterfähigkeit aus. Ja, die bekommt jetzt auch einen Ehemann. Was hat sie für einen? Den da. Streitsüchtige Ehefrau. Das ist natürlich nicht ganz so toll. Wird auf jeden Fall auch befördert. Wo ist 5 Nahkampfangriff gegen Barbaren? Und Wohlstand. Gut, dann ersetze ich den mal. Genau, so. Super. So, und jetzt muss ich schauen, dass ich die... Warte mal. Das mache ich, glaube ich, auch hier oben. Den da. Einfach mal den General, also den General von den Jüngern der Athene rausbringen. Oder einen General rausbringe, damit er nicht hier Politiker wird. Oder weiterhin ist. Gut, die Grüne Legion, die schlägt noch ihre Wunden. Beziehungsweise fängt an zu schlecken, wenn wir jetzt endlich wieder Nahrung haben. So. Dam, 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 da, dam, dam, dam. Ja, und jetzt bringen sie nicht um. Ah, okay, macht sie nicht. Oh, bring meinen General nicht um. Sonst bringe ich dich um. Ja, wobei, ich bring dich eh um, also. Aber trotzdem. Alter, wie es hier schneit, das ist echt krass. So. Dam, da, 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 die ganzen Verschiebungen von den Einheiten, das ist echt krass. Seid ihr ehrliche Krieger, die einem Bruder zu Hilfe eilen? Sendet ihr eure Speere in den Kampf gegen diesen Feind? Gegen Pergamon? Gegen Pergamon ist schon heftig. Pergamon ist recht groß. Kolchis ist sehr größer, naja. Vertrauenswürdig? Wieso bin ich nur noch vertrauenswürdig? Hä? Achso, hab ich wahrscheinlich gerade mit Zypern Frieden geschlossen. Ja, das könnte sein. Nee, dann lehne ich mal ab, weil ich nicht mehr weiß, ob ich mit Pergamon gerade Frieden geschlossen habe oder nicht. Upsi. Mit Marsilia müssen wir auch mal schauen, was wir da machen. Ob wir die weiterhin einfach machen lassen oder ob wir die nicht auch irgendwann angreifen. Dieser sinnlose Krieg könnte... Der Sturm hat lange genug gewütet. Nun könnte der sanfte Regen des Friedens einsetzen, wenn ihr denn zustimmt. Nein. So, dann schauen wir mal, Rang erhöht. Rang erhöht, Rang erhöht. Und wir haben minus 11 Nahrung. Das ist sowas von Überfall. Ist sowas von unrealistisch, ganz ehrlich. Und der hat natürlich eine vollständige
Einheit hier vernichtet. Das ist doch lächerlich. Das ist doch einfach nur lächerlich. So, hier Nahrung natürlich. Hier geht die Nahrung wieder weg. Und lass mich raten, die Rebellion entsteht hier. Vielleicht kümmert er sich ja darum. Aber wie, wieso ist jetzt wieder minus 14? Das. Das ist doch immer so ein Quark. Warte. Na gut, dann machen wir mal Autorität. Mal diese Nahrungskack-Quark hier. Warte, hier brauchen wir eigentlich jetzt. Der Pergamon ist hier oben. Stimmt, ja. Okay, wenn ich gegen ihn jetzt Krieg angefangen hätte, das wäre mein Tod gewesen. Ja. Weil dann hätte er hier angreifen können, da angreifen können. Das ist echt riesig. Hä, Malissa ist. Marsilia, meine ich, ist da oben. Ist mir ein bisschen ein kleines Kuddelmuddel. So. Ich brauche Nahrung. Hier, Fische. Hier, Fische. Macht man alle Fische. Aber 8 Runden noch, ne? Das dauert halt noch Ewigkeiten. Und bis dahin sind meine Armeen wieder. Wieso habe ich jetzt wieder. Das. Oh Gott. Das ist so. So seltsam, dass ich jetzt plötzlich auf einen Schlag 40 Nahrung weniger habe. Was kann der eigentlich? Öffentliche Ordnung. Ah, das ist gut. Minus Prozente gegen feindliche. Also auf Erfolgswahrscheinlichkeit der feindlichen Agenten. Das ist immer sehr hilfreich. So. Oh Mann. Immer diese Nahrungsdinger, ne? Unsere Krieger dürsten nach eurem Blut und hungern nach euren Frauen. Vielleicht könnte man sie mit Gold ablenken. Dann werden wir den Kriegerpfad gemeinsam beschreiten. An seinem Ende steht euer Scheiterhaufen. Ich trage die Fackel. Hä? Wieso wollen die jetzt Krieg? Wieso? Die mengen uns doch. Komisch. Komisch. Naja, aber die sind am Ende der Welt, also. Dies interessiert uns nicht. Dum, 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 badum, badum. Jetzt mach mal hinne hier. Dankeschön. Rang erhöht.
Rebellion, Verschleiß, Mission abgebrochen. Wieso sollte ich die besiegen? Ich bin nicht der Feind von denen. Hä? So, warte, wo ist Rebellion ausgebrochen? Natürlich hier, weil ich hier nicht bin. Ne? Ach doch, hier bin ich. Hahaha. Wisst ihr was? Ich glaube, ich muss das spielen. Weil sonst sind die ganzen Pferde weg. Ich lasse einfach meine Fernkämpfer das machen und für gut ist. Dann ja maximal noch ja. Ich warte. Starten. Was ist er denn? So, hier sind die Fernkämpfer. Und die da. Der Rest bleibt einfach hier. So. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Ja, interessiert mich nicht. Wir bleiben da stehen. Wie jetzt unser... Echt jetzt? Echt jetzt? Der hat... Unsere Verstärkung ist eine 14 Mann starke Einheit. Das ist ja witzig. Nicht. Oh, das sind Fernkämpfer. Speerbrüder und Schwertmeister. Also die geil, die machen ja eine Formation. Cool. Cool, das sieht ja geil aus. Wieso können das die Römer nicht? Das ist schon cool, so eine Dreiecksformation. Wusste ich gar nicht, dass die das können. Jetzt volle Kanne in den Rücken rein. Okay. 99. 98. Boah. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Warte, aber ich will, dass die alle gleichzeitig angreifen. Weil das macht dann immer so einen fetten Malus. Okay. 55. Krass. Zu euren Diensten bereit zum Einsatz.
Bogenschützen! Schnelles Marschieren! Schieß! Zu euren Diensten! Der feindliche General ist tot! Steinschleuderer! Durchbrech die Linie! Steinschleuderer! Doppelte Geschwindigkeit! Speerinfanterie zu eurem Dienst! Steinschleuderer! Pferde noch was zu tun. Dam da 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 dam. Sehr schön. General ist befördert worden. Mehr wollte ich gar nicht. So, 65 Verluste. Ich habe es echt gefeiert, dass die diese Dreiecksformation haben. Das vermisse ich ein bisschen bei den Römern, weil die haben eigentlich nur die Schildkröte und das war's. Also nichts mit Dreiecksformation und die lebendige Festung und so weiter. Das haben die alles nicht. Und auch die haben auch nicht, na, wie heißt sie, diesen Drill, dass die Vorderen immer nur paar Sekunden quasi kämpfen und dann oder nicht paar Sekunden, sondern ich glaube 8 Minuten oder so war es, kämpfen. Und dann kommt ein Signal und dann wechseln die. Also, das ist schon krass. So, minus 12, das ist halt sowas von lahme. Lahme, lahme, lahme. So, warte, hier brauche ich das hier gar nicht mehr, ne? So, du bist jetzt auch fertig. Und jetzt ist ja hier noch eine weibliche Generälin. Interessant. Und ich verstehe echt nicht, wie das so viel besser ist als ich. Oder warum. Klar, ich habe viele, die halb tot sind, aber meine Einheiten sind besser als seine. Warte, ich hab. Oder? Die sind schon nicht schlecht, die er hat. Will ich gar nicht sagen, aber. Ganz ehrlich. Regen? Nee. Epirus fühlt sich viel sicherer, wenn's trocken ist. So. Wo ist er denn? Kriegen! Verpflichtend bereit! Feld an Feld! Bereit, so. Pikiniere gehen hier unten herum, Hopliten da oben. Und fertig. Hier auf. Die gehen hier hin.
brauchen die denn? Was macht ihr da? Idioten, vielleicht? Und was macht ihr da? Idioten? Unmöglich, der Gute. Sieht wieder so aus, als wäre es so lächerlich dumm. Unser General wird angegriffen. Jetzt. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. General ist tot. Zu Befehl! Feuert auf den Feind!
unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Ja, passt. Aber die Kavallerien hier, Alter, das war echt ein bisschen ernüchternd. Gut. Ah, Mann, 500 Verluste und 1900 vernichtet. Das ist doch in Ordnung. Ah. Ah, ein Drittel verloren. Ja, war aber nicht ganz so schlecht. So. Knapper Sieg. Zwei habe ich verloren. Ich besetze jetzt nur. Weil, ja, ich brauche Nahrung. Und, ups, das geht hier mit am besten. 7 Nahrung. 6 Nahrung, so. Weil jetzt kann ich den immer noch wenigstens etwas benutzen. Weil der macht jetzt immer noch 16 Nahrung. Und deswegen bin ich voll positiv gerade. So. Du hast jetzt 2 Einheiten verloren. Ist jetzt nicht ganz so da Hit, aber ja, es geht. Na, dann Pferd und eine Hoplite, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Gut. Dann würde ich sagen, jetzt sind wir wieder fertig. Ja, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt, willkommen bei Rome Total War 2. Nächstes Mal werden wir nicht die angreifen. Alter. Die hätten hier wirklich Elefanten gehabt? Gut, dich mache ich Bewegung zum bewegungsreichen Beweger. So. Upsi. Danke, wie gesagt, fürs Zuschauen. Wir sind jetzt hier fertig. Upsi. Und klauen noch ein bisschen hier Nahrung. Der hat minus 8. Wow. Das heißt, die ist ziemlich am Ende. Ja, relativ. Die werden wir dann nächstes Mal angreifen. Gut, bis dann. Bye bye. See ya.
Schönes!